Ich habe jetzt 20 Minuten für ein Thema, von dem ich glaube, dass das allein und die anderen noch viel mehr, aber das allein schon reicht, um den Umgang mit Recht, den Rechtsmarkt und die Beteiligten ganz grundsätzlich zu verändern. Über die Zeiten können wir reden, aber jedenfalls aus meiner Sicht wird das der Fall sein. Und ich versuche den Einstieg. Also, neue Geschäftsmodelle, Standardisierung und Industrialisierung. Warum spreche ich von Industrialisierung? Ich habe sicherlich nicht dieses Bild im Auge von der Industrialisierung, weil das Industrialisierung kann man ja verstehen als Schwerindustrie, rauchende Schlote etc. Man kann es aber auch als etwas ganz anderes verstehen. Man kann es nämlich verstehen als die Qualität produziert in Massen und damit günstige Preise. Und was wir bisher in der Juristerei haben, dazu müssen wir eigentlich nur sagen, das ist Handarbeit. Beziehungsweise auch das Getier bedient man nicht mit den Füßen, sondern mit der Hand. Es bleibt alles Handarbeit. Gestern sagte ein Teilnehmer im Hackathon, vorgestern, eigentlich ein junger Anwalt, eigentlich besteht der größte Teil meines Tages aus repetitiver Tätigkeit. So, und die Frage ist, können wir diese repetitive Tätigkeit standardisieren auf hohem Niveau? Und das ist meine Definition für Industrie. Können wir die standardisieren auf hohem Niveau? Und wie viel von dieser Tätigkeit, die Rechtsberufe, Anwälte, Richter, Mitarbeiter in Unternehmen heute ausüben, wie viel Prozent davon sind denn repetitiv? Haben wir überhaupt schon verstanden, wie tief das Repetitive eigentlich geht und wie weit Standardisierung auf hohem Niveau gehen kann? Also, wir haben angefangen als Juristen mit Handarbeit, mit Computern, mit der Hand und mit dem Diktiergerät. Und natürlich gibt es Vertrauen in Anwälte, gibt es Vertrauen in die Person Anwalt oder die Person Richter, die schon durch ihr überlegenes Wissen und ihre professionelle Erfahrung dafür sorgen wird, dass mein Recht, meine Gestaltung, was auch immer, ins Leben wächst. Gleichzeitig wissen wir aber auch zwei Dinge. Das eine von Großkanzleien, und das soll jetzt gar nicht despektierlich sein, das Vertrauen erweckt der Partner, der vortanzt und das Mandat holt und sich gerade so oft sehen lässt, dass es noch reicht, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Und die Associates üben für teures Geld, dass sie mal Partner werden. Das ist nicht despektierlich, sondern das ist ein Teil der Wirklichkeit, auch wenn die sich ändert. Und das andere ist der Einzelanwalt. Oh mein Gott, weil was verlangen wir eigentlich von einem einzelnen Anwalt, was der eigentlich für Fähigkeiten und für Wissen haben soll. Wie viele Rechtsgebiete soll der überschauen? Wie viele Verästelungen und Facetten soll der eigentlich beherrschen, wenn irgendjemand zu ihm kommt? Natürlich bringt das eine Spezialisierung mit sich und deswegen konzentriert man sich auf einzelne Felder und vielleicht wird die Spezialisierung noch ein Stück weitergehen. Das ist eine meiner Thesen. So, Anwälte heute arbeiten in der Dokumentenwelt, jedenfalls weit übergehend. Was heißt Dokumentenwelt? Wir arbeiten auf der Basis von ganzen Schriftsätzen, ganzen Verträgen etc. Die Gebrüder Dreyfus haben mal in den 80er Jahren ein wunderbares Buch geschrieben zur künstlichen Intelligenz und haben in dem Buch an einer Stelle gesagt, Experten, also zum Beispiel Juristen, sind diejenigen, die eine organisierte Bibliothek von Spezialfällen im Kopf haben. Und wenn ich heute frage, wie geht denn jemand mit diesem Dokumentenstapel um, dann kriege ich als Antwort, naja, ich weiß ja, wo ich wann schon mal was gemacht habe, Klammer auf, ich suche mir jetzt den ähnlichsten Fall zu dem, den ich jetzt gerade habe, Klammer zu, dann nehme ich das Dokument und dann passe ich es an. Das ist einfach, weil das habe ich im Kopf und ich kenne mich ja aus. Aber das Interessante daran ist, was ist eigentlich mit dem Wissen, was in diesem Dokument drinsteckt? Naja, ich hab's, weil ich das Dokument gemacht habe. Aber für jeden anderen ist dieses Wissen verkapselt. Ich müsste eigentlich, wenn ich mit diesem Dokument arbeite, das gleiche Wissen haben, um es zu verändern und an den entsprechenden Schrauben zu stellen, die für diesen Fall jetzt entscheidend sind.
Das heißt, eigentlich ist es mein Dokument, aber für niemand anders zugänglich. Wissen ist Information im Handlungszusammenhang. Und ich muss wissen, an welcher Stelle in meinem Handlungszusammenhang ich an der Schraube drehe. Und deswegen ist mein Vorschlag und auch meine Beobachtung, dass wir von der Welt der Dokumente in die Welt der Bausteine gehen. Und das ist die Herausforderung. Das Rad wird jedes Mal neu erfunden. Das Wissen ist im Unternehmen verteilt und das Wissensmanagement erfasst eben häufig nur die Dokumente und nicht ganze Bausteine oder nicht einzelne Bausteine. So, natürlich arbeiten wir alle schon mit Textbausteinen. Ja? Ich habe vor 10 Jahren schon gesehen, dass Sozialgerichte ganze Bibliotheken von Textbausteinen haben. Versicherungsgesellschaften, Banken haben Textbausteine. Anwälte benutzen Textbausteine, wo immer sie sie kriegen können. Also das ist keineswegs neu. Aber dass wir uns komplett in einer Standardisierung organisieren, das ist vielleicht neu. Wir müssen das also ernst nehmen. Und ernst nehmen heißt, dass wir für diese Bausteine eine Tiefenstruktur entwickeln. Dass wir sie womöglich auf einen Satz runterbrechen, weil der eine Satz eben ein Baustein ist, der an verschiedene Stellen gehört und damit ein Modul ist. Wir müssen, so behaupte ich, das Wissen atomisieren. Und wenn wir das Gewissen atomisieren und damit Dokumente generieren, Prozesse designen und Ergebnisse managen, zum Beispiel in Vertragsverwaltungen oder in der Verwaltung von großen Schriftsatzmengen, wenn wir das tun, dann brauchen wir dafür eine Führung durch diese Bausteine. Denn Hunderte und Tausende von Bausteinen nützen uns ja nichts, wenn wir nicht wissen, wie wir sie zusammensetzen. Deswegen glaube ich, dass wir an einer visuellen Führung, für diese Bausteine in einem Generator, die dann individuell zusammengebaut werden und damit den endgültigen Text produzieren, ich glaube, dass wir an einer Wissensarchitektur nicht vorbeikommen. Wir können nicht einfach alle Bausteine in eine Excel-Liste kippen und sagen, irgendwie wird man sich da schon das Richtige raussuchen. So, es muss eine Form von intelligenter, möglichst visueller Führung geben, die mir zeigt, welchen Baustein ich an welcher Stelle, mit welchen Alternativen, welchen Ausnahmen und welchen Unterausnahmen ich verwende. Nur dann ist das System intelligent. Und nur dann bin ich in der Lage, repetitive Tätigkeit damit durch Bausteine effektiver zu machen, qualitätsvoller zu machen und schneller zu machen. Das heißt, diese individuelle Komposition des jeweiligen Bausteins, die muss geführt werden. So, ich kann natürlich damit jetzt Verträge generieren. Ich kann sagen, ein Arbeitsvertrag, ein Gesellschaftsvertrag, ein was auch immer besteht aus, oder wie das in den letzten Tagen zweimal das Beispiel war, die entsprechenden Datenschutzbestimmungen bestehen aus einer Reihe von Bausteinen. Gestern haben wir gesehen im Pitch einen Data Protection Buddy, der durch die Beantwortung von Fragen zeigt, was im Jahr April 2018 bei der Gesetzesänderung für Unternehmen zu tun ist und spuckt eine Liste aus von dem, was zu tun ist. Am besten würde neben dieser Liste auch noch das gesamte Set von Papier oder Dokumenten oder Verträgen oder Formularen generiert, die man dafür braucht, individuell ausgewählt für diese Situation. Dann wird es stimmen. So, das kann ich jedenfalls mit Verträgen machen. Ich kann die Regelungspunkte, die Optionen, die Ausnahmen, die Unterausnahmen, kann ich in einer großen Datenbank visuell geführt vorhalten und kann damit ein gesamtes Vertragswissen komplett industrialisieren, das heißt standardisieren auf hohem Niveau. Ich muss nur eins dabei tun. Ich muss beachten, dass ich dieses Wissen, diese Momentaufnahme des Wissens, die ich in dem Moment vornehme, die muss ich jederzeit ändern können. Ich muss jederzeit die Struktur ändern, einen Baustein hinzufügen können, einen Baustein verändern können. Ich muss da Dynamik reinbringen, weil das verändert sich ja täglich. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass bei dem Datenschutzrecht, dem neuen, was im April kommt, das wird sich wahrscheinlich in den ersten zwei Jahren alle paar Wochen ändern, weil Gerichte werden entscheiden, verändern und so weiter. Ich muss diese Dynamik
also einfangen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es jeweils zu jedem Baustein und jeder Änderung von dem Bestand eine Version gibt, die mir zeigt, was war zu diesem Zeitpunkt gültig, wie habe ich damals gedacht und zu welchem Zeitpunkt habe ich was getan. Das Gleiche gilt natürlich auch für Streitfälle. Ja, warum soll ich nur Verträge aus Bausteinen bauen? Warum soll ich nicht auch Schriftsätze aus Bausteinen bauen? Weil auch Schriftsätze in streitigen Verfahren haben immer wieder die gleichen repetitiven Elemente. Es kommen immer wieder Vorträge zu ganz bestimmten Punkten, die ich auch je nach Fallkonstellation und je nach den Beteiligten individuell durch Bausteine zusammensetzen kann. Interessant ist dann, und das wäre dann der Übergang zur künstlichen Intelligenz, interessant ist dann, jetzt habe ich diesen Vortrag, und wir werden ja gleich zu den Geschäftsmodellen kommen, die dahinter stellen, jetzt habe ich diesen Vortrag mit Bausteinen zusammengesetzt und jetzt kriege ich den Gegenvortrag. Und zu diesem Gegenvortrag muss ich ja wieder Stellung nehmen. Auch der Gegenvortrag hat repetitive Muster. Und was dann relativ naheliegend ist, diese repetitiven Muster zu nehmen und damit automatisch den Gegenvortrag zum Gegenvortrag zu erzeugen. Automatisch heißt, als Vorschlag, den man dann durchgeht und dann sagt, stimmt das so oder stimmt das nicht? Und dann wird es interessant. Und das gilt natürlich auch für die andere Seite, die den Gegenvortrag zum Gegenvortrag wiederum, ne, und so weiter. Ja? Also mit anderen Worten, wenn beide Seiten ihr Wissen industrialisieren, das heißt standardisieren auf hohem Niveau, dann wird der Austausch des Ganzen interessant. Und dann kommt es vielleicht zu dem Vorschlag, den Herr Geier, ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter, auf einer Konferenz, ich habe das gehört, in München vor ein paar Wochen gemacht hat, der gesagt hat, wir können den Zivilprozess eigentlich nur retten, wenn wir zum strukturierten Vortrag kommen. Was heißt denn strukturierter Vortrag? Strukturierter Vortrag heißt, ich trage vor entlang der Anspruchsgrundlagen und Tatbestandsmerkmale und dann bin ich sehr schnell bei Bausteinen und bei Gegenvortrag mit Bausteinen und bei Gegen und so weiter. Und dann liegt es ja nahe, dass man dann auch sagt, wie wird denn der Richter dann arbeiten? Aber da will ich jetzt gar nicht hinschauen. So, also ich muss die Dynamik einfangen. Ich muss die Dynamik anfangen und ich muss schauen, dass ich dieses Ganze auch in Prozesse einbette. Weil auch in Unternehmen, in Kanzleien und so weiter ist das Ganze in strukturierte Prozesse eingebunden. Wie werden diese Dokumente erstellt, wie werden diese Klagen erstellt, wer muss da drauf schauen, wer muss die absegnen und so weiter. Und auch diese Prozesse sind regelbar und gehören an den Arbeitsplatz. Und damit brauche ich eigentlich eine intuitiv bedienbare Oberfläche, die Prozesse gestaltet, implementiert, managt und die Dokumente, die daraus entstehen, dann E-Akte revisionssicher ablegt. Das heißt, ich brauche mit anderen Worten eine digitale, und Sie verzeihen das Wort, weil das klingt dann so bösartig gegenüber Anwälten, die ja ihr überlegenes Wissen in individuelle Beratung tun, aber ich brauche eine digitale Fertigungsstraße. Weil natürlich habe ich, wenn ich eine Fertigungsstraße habe, habe ich einen industriellen Prozess und ich habe eine Vorstellung, wie in der Autoindustrie das Auto durch die Fertigungslinie läuft und dann irgendwann fertig rauskommt. Aber das heißt nicht, dass nachher kein Qualitätsprodukt rauskommt. Es heißt, dass wahrscheinlich gegenüber Handwerk ein größeres Qualitätsprodukt rauskommt, wenn man das zu Ende denkt. Und dass nur Handwerk in seiner besonderen Ausprägung als besondere Kunstwerk, vielleicht Kunstform, vielleicht noch bessere Ergebnisse bringt. Aber dafür muss man dann auch mehr bezahlen. So, diese digitale Fertigungsstraße würde dann führen zu einem Dokumentenmanagement, ob jetzt 3.0 oder 4.0, kann man streiten. Vielleicht ist es nur 3.0, weil 4.0 wäre dann, dass ich dahinter noch KI klemme. Ich brauche ein Cockpit, was mir zeigt, welchen Baustein in welchem Dokument, in welcher Version, zu welchem Zeitpunkt und von wem in welchem Kontext verwendet wurde. Nur dann habe ich eine Durchsicht durch die Datenstruktur und kann daraus neues Wissen generieren und neue Modelle generieren. So, was verlangt also Industrialisierung und Standardisierung von
den juristischen Berufen. Was verlangt sie? Sie verlangt Atomisierung. Ich muss auf Bausteinbasis runtergehen und Bausteine sind vielleicht nicht länger als ein halber Satz. Ich brauche Visualisierung, weil ich glaube, dass man ohne Visualisierung durch diese Bausteinwelt nicht durchfindet. Ich brauche eine intelligente Architektur. Ich brauche Flexibilisierung. Ich muss mit der Dynamik mitgehen. Ich muss die Dynamik von diesen Entwicklungen in meiner Software widerspiegeln. Wenn ich das nicht tue, dann veröffentliche ich eine Momentaufnahme, mit der man allerdings dann nicht weiterarbeiten kann. Ich brauche damit eine Versionierung, das heißt, jede Änderung muss eine neue Version erzeugen, die dann den Stand zu diesem Zeitpunkt festhält. Ich brauche eine Einbettung in Prozesse, weil ohne Einbettung in Prozesse kriege ich keine Fertigungsstraße, weil ich sonst meinem Qualitätsanspruch, den ich mit Standardisierung und Industrialisierung verbinde, nicht nachkommen kann. Und ich brauche ein Rollenkonzept. Ich muss wissen, wer darf was machen, weil ich habe dann da eine hochempfindliche Maschine mit allem Wissen drin und ich muss ja dann auch sagen können, wer darf sie verändern, wer darf an die Struktur dran, wer darf Texte verändern, wer muss das absegnen und so weiter. Und schließlich brauche ich für das, was ich da rein tue, auch Revisionssicherheit, damit man nicht rumfummeln kann, damit man nicht nachher nochmal was verändern kann. Ich muss also im Prinzip jede Form von Text, Dokument, Vertrag oder Schriftsatz, den ich damit produziere, muss ich revisionssicher gestalten. Und ich muss die Möglichkeit schaffen, die ja auf der Hand liegt, wenn ich Bausteine habe, kleine Bausteine. Ich muss gucken, dass ich das Ganze auswertbar mache. Und je tiefer ich mit der Auswertung gehen kann, umso besser ist es. Nur ein Beispiel. Ich mache einen Prozess mit 500, 600, 800 oder 10.000 Streitfällen. Es gibt ja große Autofirmen, die stehen dem gerade gegenüber und viele andere. Was ist denn, wenn jetzt nach 700, 800 Schriftsätzen ein neues Urteil kommt? Muss ich halt wissen, welche Schriftsätze habe ich in welcher Version produziert? Und muss dann sagen, wo muss ich denn dieses neue Urteil nochmal berücksichtigen und vielleicht schriftsätzlich nochmal nachträglich vortragen. Das kriege ich nur aus einer Datenbank, die das sehr individuell auswertet. Und das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich Verträge habe, muss ich vielleicht alle Beteiligten anschreiben, um ihnen zu sagen, hey, der Vertrag hat sich geändert. Smart Law im Internet tut das ja schon und bietet einen Service an. Ja? Ein über Smart Law gestalteter Vertrag alertet mich automatisch, wenn sich eine Änderung ergeben hat. Also es ist keineswegs so, dass es das Ganze noch nicht gibt. Und schließlich der wichtigste Punkt, und auf den haben Sie hingewiesen, Frau Narewski. Der wichtigste Punkt ist, wenn wir mit Bausteinen arbeiten, dann brauchen wir mehr Qualität und nicht weniger Qualität. Banken und Versicherungen haben uns vorgemacht, wie man mit elenden Textbausteinen viel Mist produziert. Und tun das zum Teil immer noch. Wir brauchen mehr Qualität. Das, was wir dann tun, dann haben wir ja die Chance, wenn es Bausteine sind, auch wirklich dafür zu sorgen, dass die Bausteine qualitätsgesichert sind. Wir brauchen mehr Qualität in juristischer Arbeit und nicht Hudelei über Industrialisierung unter dem Vorwand, einfach blind ein paar Bausteine zusammenzuknallen. Das wird uns nicht weiterbringen. Eine letzte Bemerkung dazu. Sie wissen, dass ich Unternehmer bin, das muss ich jetzt einfach sagen. Mein Unternehmen Knowledge Tools International arbeitet seit vielen Jahren an genau solchen Lösungen. Und wenn es Sie interessiert, wir sind immer für Sie da. So, die künstliche Intelligenz ist nur der Übergang, um zu sagen, semantische Texterkennung ist das nächste Ding, was dahinter kommt. Und Paul von Bühnau wird heute eine ganze Menge dazu sagen. Aber ich glaube, dass wir nur über die konzentrierte Strukturierung von dem, was wir tun, in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahre, danach weiß ich nicht mehr, in den 10 Jahre weiß ich schon nicht mehr, in den nächsten 10 Jahren dafür sorgen können, dass KI, das heißt Funktionsapproximationsalgorithmen, besser lernen können, weil die können besser lernen, wenn sie ein paar Strukturen schon finden, als wenn sie die Strukturen erst selber suchen müssen. Und deswegen glaube ich, dass diese konsequente Industrialisierung und Standardisierung dazu beiträgt, dass KI sehr viel schneller im Recht landet, als wir das bisher denken. So, und wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Fantastisch, noch 3 Minuten. Das ist wunderbar. Was wir nämlich noch sagen wollen und müssen ist, es gibt neue
Geschäftsmodelle, die sich daraus ergeben. Und jetzt lassen Sie mich ganz kurz sagen, was das bedeutet. Nehmen wir den Bereich von Verträgen. Ja? Es ist ja relativ leicht vorhersehbar, dass wenn Sie einen Vertrag wirklich auf hohem Qualitätsniveau aus Bausteinen zusammenbauen, dann haben Sie intern einen Kostenvorteil. Sie haben zwei Möglichkeiten mit diesem Kostenvorteil. Sie geben ihn weiter an den Markt oder Sie streichen den Gewinn aus der Effektivität ein. Im Zweifel werden Sie ihn ein Stück weit an den Markt weitergeben, weil der Markt das auch verlangt. Und dann passiert das, was immer passiert, wenn Industrie kommt. Es werden die Preise sinken und es wird der Druck kommen. Und das Gleiche gilt auch für Verfahren. Und dazu möchte ich für Streitverfahren, dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Ich behaupte immer, es gibt das 90-10-Prinzip. Große Organisationen, egal ob das Kommunen, Banken, Versicherungen, Unternehmen sind oder sonst was, nützen ihre Marktmacht dazu, gelegentlich rechtswidrige Dinge zu tun. Und 90-10 heißt, maximal 10% der Beteiligten wehren sich und wenn die fertig sind, ist es für 90% zu spät, weil verjährt. Und wenn es noch nicht verjährt ist, siehe Kreditwiderruf, dann kommt der Gesetzgeber und hilft. Das ist ein extremes Ungleichgewicht. Ja, der amerikanische Rechtssoziologe Mark Gallanter hat darüber schon in den 70er Jahren geschrieben, Why the Haves Come Out Ahead, heißt sein berühmter Aufsatz, ist alles genau beschrieben, warum die Repeat Players gewinnen und nicht die Single Players. Das heißt, mit anderen Worten, der Zivilprozess hat eine grundlegende Unwucht, nämlich dort, wo es zu Repeat Players gegen Verbraucher kommt. Und dass diese Unwucht ein Stück weit beseitigt wird, dazu können industrialisierte Rechtsprodukte beitragen. Und die ersten sehen Sie ja schon. Sie sehen ja schon Massenverfahren, in dem Flightright Fluggastrechte einsammelt und die durchsetzt. Jetzt werden Sie natürlich sagen, in meiner Anwaltspraxis, ich würde nie einen Fluggastfall machen. Na, natürlich würden Sie den nicht machen, weil der lohnt sich nicht für Sie. Weil er viel zu viel Wissen erfordert für viel zu kleine Marge. Aber für jemanden, der das massenhaft macht, für den lohnt sich das. Und wie sieht denn die Welt aus, wenn die Verbraucher immer mehr massenhaft organisierte Hilfe bekommen, in immer mehr Rechtsfragen? Wenn durch die Bausteinwelt auf einmal Klagen, Erfolge von Klagen planbar werden oder vorhersehbar werden oder in Wahrscheinlichkeiten zu rechnen sind? Und welche Modelle kommen denn dann? Ja, wie sieht es denn dann mit Prozessfinanzierung als einem gigantisch wachsenden Markt aus? Mit Inkasso, wenn ich sage, ich setze deine Forderung durch, mach dir keine Sorgen. Das machen ja die zum Teil bei Fluggastrechten schon. Das heißt, auch dort entsteht eine notwendige Bewegung von Zugang zum Recht für Verbraucher, die das bisher nicht haben. Und ja, damit werden Anwälte Geld verdienen. Aber das hilft Verbrauchern, weil damit ihre Rechte durchgesetzt werden. Und diese neuen Geschäftsmodelle, die sich hier abzeichnen und für die die ersten Spieler schon am Markt sind, das ist eigentlich das, wo der Zugang zum Recht nochmal eine ganz neue Qualität bekommt und es sich lohnt, für viele Rechte durchzusetzen. Ja, sie machen keine Fluggastrechte, sie machen keine Hartz-IV-Fälle, sie kümmern sich nicht, Beispiel von gestern, um Schönheitsreparaturen an vermieteten Wohnungen. Aber vielleicht kümmern Sie sich um Lkw-Kartellschadensfälle. Da lohnt sich das dann schon mehr. Es gibt genug Fälle, die sich ähnlich sind. Und jetzt kommt meine Behauptung dazu. Bisher denken wir nur, ja, Fluggastentschädigung, das ist ähnlich, das ist ganz begrenzt. Hier kann man industrialisieren. Aber vielleicht geht die Industrialisierung viel weiter. Vielleicht sind viel mehr Ähnlichkeiten in allen Verfahren, die zum Beispiel im Mietrecht oder im Arbeitsrecht geführt werden, in allen Verfahren, wenn man die in Gruppen einteilt und sieht, was der Kern ist. Und dann stellt man auf einmal fest, da gibt es ja überall Ähnlichkeiten. Vielleicht kann man da auch industrialisieren. Vielleicht kann man das auch besser machen und für den Verbraucher besser zugänglich machen. Und ich glaube, das ist der Weg in eine digitale Zukunft, nicht nur Innovation und nicht nur Legal Tech, sondern das Ganze verlangt, das ist ein koevolutionärer Vorgang. Wir gestalten damit unsere rechtliche Zukunft. Und die kann aus armseligen, zusammengeklickten Textbausteinen bestehen, die kann aber auch aus gestalteten, designten, auf
Bedürfnisse zugeschnittenen, wunderbaren Ansätzen bestehen, mehr Recht, mehr Qualität für die Beteiligten und mehr Zugang zum Recht zu bekommen. Und das ist unsere Wahl. Gestalten wir oder lassen wir das Ganze passieren? Und das ist auch unser Ansatz mit dieser Konferenz. Ich bin, wie Sie hören, fürs Gestalten. Und ein letzter Punkt dazu. Sie sagen, die Ausbildung muss sich verändern. Natürlich muss sich die Ausbildung verändern. Und was wir brauchen, sind Leute, die solche Prozesse und Produkte gestalten können. Und dafür braucht es nicht weniger, sondern mehr und vor allen Dingen präzisere juristische Ausbildung und präziseres Denken. Denn wenn Sie mit IT-Leuten, mit Programmierern, mit Software, mit Hackern reden wollen, dann müssen Sie es auf den Punkt bringen. Und dafür muss ich präziser denken. Und insofern ist unsere Ausbildung gefordert, dass wir auch dort dafür sorgen, dass wir in der Lage sind, überhaupt solche Sachen zu denken, zu gestalten und auf den Punkt zu bringen. Und also ich mache das halt immer, aber jetzt mache ich das auch wieder, weil es mit der Literaturnobelpreisträger ist. Und der hat gesagt, the times, they are changing. Und da geht's hin. Vielen Dank. Danke. Nein, noch nicht. Ganz kurz. Wir liegen so grandios in der Zeit. Ich hätte jetzt gerne nur Schlagworte, keine komplexen Antworten. Was mich beschäftigt, ich kann in Ihre Köpfe nicht gucken, aber ich hätte von dir noch ein paar Schlagworte. Was sind die größten Herausforderungen oder/und Barrieren bei dem Prozess, den du als koevolutionär bezeichnest, aus heutiger Sicht? Naja, also die Beharrlichkeit der Juristen im Umgang mit dem, was sie immer schon tun, ist etwas größer als in anderen Berufen. Vielen Dank. Ich möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken, dass Sie auch so zahlreich noch erschienen sind. Wir haben vorhin gehört, die Warteliste ist 100 Menschen lang. Schön, dass Sie noch erschienen sind. Es gibt noch eine Menge Plätze hier in der zweiten und dritten Reihe, wenn Sie sich setzen mögen. Sie können auch früher gehen, wenn Sie also einfach kommod da stehen bleiben wollen, aber können Sie sich auch gerne setzen, also wie Sie möchten. Wir bleiben beim Thema Industrialisierung und gehen jetzt weiter und tiefer in die Materie. Ich darf Ihnen jetzt Alexander Schemmel vorstellen. Er ist Partner bei Deloitte Legal und verantwortet dort die Service Line Business Integrity. Genau darum wird es jetzt gehen. Er vertritt und berät verschiedenste deutsche und internationale Unternehmen auf möglichen Compliance-Fragen. Es gibt zwei Institutionen, einmal Chambers Europe, World's Leading Lawyers und Best Lawyers, die haben ihn 2014 und 2015 zu den führenden Beratern auf dem Gebiet ausgezeichnet, und zwar auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität. Ich freue mich jetzt sehr, dass er da ist. Es wird eben jetzt im Detail gehen um die Frage der rechtssicheren Compliance durch Digitalisierung. Wir laden jetzt noch kurz den Vortrag, der Vortrag ist schon da. Ja, Automated Compliance. Oh, Problem. Ja? You're ready. Alexander Schemmel. Klick hier. Dankeschön. Ja, lieber Stefan, lieber Florian, herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit bekomme, ein paar Gedanken mit euch und mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu teilen. Ich mache mal ein Stück zur Seite. Ich bin ja ein Strafverteidiger und als solcher jedenfalls kein Digital Native nach der per Definition. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt die letzten zwei Jahre intensiv an dieser Schnittstelle gearbeitet, habe mich vertraut gemacht mit Ideen ich überspringe mal hier den Werbeteil, mit der Idee einer digitalen Schnittstelle arbeiten zu müssen. Denn ich möchte mit Ihnen einen Gedanken teilen, in der mir zur Verfügung stehenden Zeit von ungefähr 10 Minuten, jetzt 9 wahrscheinlich oder 8, und bitte Sie, sich einfach mal in die Lage zu versetzen eines Vorstandsvorsitzenden heutzutage. Sie haben also nach unserem Neuburger-Urteil und nach Urteilen vom OLG München in Flughafenangelegenheit eine Konzernverantwortung für das Thema Compliance. Und wenn Sie konzernrechtlich legitimiert sind oder faktisch in die Entities eingreifen, holen Sie sich die Aufsichtspflichten, und zwar direkt in das Headquarter. Sie sind also verpflichtet, Ihrer globalen Prävention. Vor diesem Hintergrund haben Sie verschiedene Fragen zu beantworten. Habe ich überhaupt die Erkenntnisse, die erforderlich sind, um meine Organisation richtig auszurichten?
Bei der Priorisierung der Risiken war mein Vorschlag, fangt doch mal mit dem Strafrecht an. Denn die Sanktionen, die ausgereicht werden, die Milliardensanktionen, die deutsche Konzerne zu erleiden haben, kommen in erster Linie aus der Strafrechtsperspektive. Um Ihre Organisation strafrechtlich präventiv richtig ausrichten zu können, brauchen Sie zunächst einmal die Erkenntnisse aus den internationalen Strafrechtsurteilen, um die Struktur entsprechend richtig auszurichten. Diese Erkenntnisse liegen derzeit nicht allen vor. Erschwerend kommt hinzu, dass wir eine Situation haben, natürlich keine harmonisierten White-Collar-Crime-Laws. Wir sind also verpflichtet, eine landesspezifische Betrachtung anzulegen und müssen uns also mit jeder Jurisdiktion auseinandersetzen und müssen dabei gleichzeitig die transnationale, extraterritoriale Betrachtung der internationalen Standards im Blick haben. Das heißt also, ich kann meinen Konzern strafrechtlich präventiv nur dann richtig ausrichten, wenn ich einerseits weiß, wann macht sich überhaupt ein Unternehmensmitarbeiter global bei seinen geschäftlichen Aktivitäten strafbar? Und welche transnationalen Jurisdiktionen wirken eigentlich in den deutschen Rechtsraum rein? Wirkt China Law hier rein, Mexican Law, Nigerian Law, Brasilien Law? Wir kennen FCPA oder UK Bribery Act. Und die clashen mit den nationalen Vorschriften. Selbst in Deutschland, wir haben verschiedene Verfahren gesehen, mit unserem ehemaligen Bundespräsidenten zum Beispiel, besteht große Unsicherheit, wann man sich überhaupt strafbar macht. Sie können sich vorstellen, wie kompliziert die Gesamtsituation ist, in dem Moment, in dem ich die internationale Rechtslandschaft zunächst einmal zu heben habe und möglicherweise ja im Idealfall real-time nicht nur verstehen muss, sondern meinen Mitarbeitern an die Hand geben muss. Die müssen das gleichzeitig verstehen. Im Nachgang soll ich auch noch kontrollieren, ob die das richtig gemacht haben. Jetzt gibt es das österreichische Verbandsverantwortlichkeitsgesetz und das sagt, ich muss auch technische Maßnahmen ergreifen, um die Begehung von Straftaten zu verhindern. Das heißt, es sind also preventative Maßnahmen erforderlich und keine detective Maßnahmen. Ich kann also nicht mehr mich darauf verlassen, regelmäßig den internationalen Regulatoren mich freizuzeichnen, dadurch, dass ich sage, ich hatte hier Korruption in Indien, China und so weiter. Ich erfülle Straftatbestände und grundsätzlich bin ich auch in Deutschland vor dem Hintergrund der derzeitigen Gesetzessituation, eingangs durch 130 Ordnungswidrigkeitengesetz, weitestgehend auch insbesondere in der Bankenlandschaft, Versicherungslandschaft unbeachtet. Man hat sich viel über KWG unterhalten, über VAG. Aber das Kernstrafrecht, das läuft übers OWIG rein. Das kernstrafrechtliche Risk Assessment hat noch nicht allenorts stattgefunden. Vor dem Hintergrund braucht man sich dann natürlich auch nicht wundern, wenn die Regulatoren international zuschlagen. Wir haben kein Verbot der Doppelbestrafung. Nee, bis in idem auf internationalen Unternehmensebene findet nicht statt. Jede Regierung könnte also, wie jetzt UK, einen eigenen Act erfinden, um, sollte der internationale Konzern auch bei mir Geschäfte tätigen, auch hier zu sanktionieren. Das vielleicht mal vorweg, die Gesamtsituation, die sich derzeit stellt. Der Aufsichtsrat wäre also verpflichtet, diese Aktivitäten des Vorstands zu überprüfen, müsste eigentlich nur einfache Fragen stellen. Habt ihr das erledigt? Seid ihr sicher, dass sich eure Mitarbeiter international nicht strafbar machen? Habt ihr die transnationale Betrachtung angelegt? Ich könnte mir vorstellen, dass das den aktuellen Vorstand vor einige Schwierigkeiten stellt. Was ich aufzeigen möchte, ist, dass es nach meiner festen Überzeugung nur im Zusammenspiel von verschiedenen Disziplinen funktionieren kann. Sie brauchen, und das hat nach meinem Dafürhalten in der Vergangenheit noch nicht in der Intensität stattgefunden, was erfreulich wäre. Sie brauchen natürlich den globalen Legal Input, kommen wir ins Spiel. Sie brauchen aber auch die Prozessexperten. Und insbesondere brauchen Sie eine tiefe Kenntnis der Branche, um überhaupt auch eine Chance zu haben, verstehen. Ich nenne mal beispielsweise Hochfrequenzhandel. Ja, da geht es um Untreue-Szenarien, da geht es um Steuerhinterziehung, Cum-Ex,
Alle diese Szenarien, die versteht man ja gar nicht mehr. Und vor diesem Hintergrund ist also zwingend eine interdisziplinäre Betrachtung des Gesamtsystems erforderlich, um eine Chance zu haben, sich hier entsprechend präventiv sauber auszurichten. Nach diesem Problemaufriss möchte ich aber auch dafür werben, gleichzeitig, dass es möglich sein muss, sich entsprechend auszurichten. Derjenige, der verantwortlich ist nach 130 Ordnungsfähigkeitengesetz, und Sie wissen, die Vorstandsverantwortung kann man auch nicht komplett wegdelegieren. Und die strafrechtliche Betrachtung ist vielmehr als die zivilrechtliche Betrachtung eine faktische. Habe ich es gewusst? Habe ich irgendwie auch nur eine E-Mail erhalten? Diese Szenarien sind im Gerichtssaal. Ja? Wenn ich da einkopiert war in irgendeinen Revisionsbericht, geht man davon aus, dass ich Erkenntnis hatte. Ich muss also versuchen, diesen Verantwortlichen, denn zum Glück haben wir ein Verschuldensprinzip. Was tun Sie, wenn der Mandant Ihnen sagt, richten Sie bitte meine Gesellschaft entsprechend den gesetzlichen Anforderungen aus Aktiengerecht und Ordnungsfähigkeitsgesetz aus? Soll ich sagen, mache ich nicht oder kann ich nicht oder ich mache es, aber haften tun Sie trotzdem? Wir müssen uns jetzt überlegen, gibt es eine belastbare Aussage? Ist es möglich, Strukturen zu beraten? Und zwar in einer Form, Gesetz erforderlich und aber Datenbankunterstützung. Jetzt komme ich also zur Digitalisierung. Dort, wo erforderliche Aufsichtsmaßnahmen greifen müssen, Risikofrüherkennungssysteme, dort, wo der Mensch nicht kontrolliert oder es unterlässt, wie häufig sieht man, dass Revisionsabteilungen überhaupt nicht mehr imstande sind, nach irgendwo hinzufliegen, um sich ein paar Papiere stichprobenartig anzuschauen. Dort muss Digitalisierung greifen, in besonderer Form, um menschliches Fehlversagen auszuschließen, schlussendlich Geld zu sparen und dann über die Auditierbarkeit der so gestalteten Systeme durch Automatisierung, eventuell Blockchain, carved in stone, ich kann nachweisen, ich habe die derzeit Gesetzessituation gefasst, verstanden und transportiert, und zwar präventiv, nicht detektiv. Das kann nur funktionieren über die Identifikation der Branchenspezifika, Bankenbranche, Geldwäsche, Insider-Trading, Marktmanipulation, exportorientierte Industrie, Außenwirtschaftsgesetz, Kartellrecht, Korruption, wie auch immer. Diese Risiken muss ich identifizieren in der Gesamtstruktur und muss versuchen, durch automatisierte Prozesse zu verhindern, dass Tausende von Compliance-Officern irgendeinen Job machen, die nicht richtig informiert sind und nicht mehr die Rechtslage richtig verstehen. Sondern ich muss versuchen, dass da jemand ist, der das Gesamtsystem versteht und über die Automatisierung steuert, möglich, es flexibel hält, nicht statisch, die Updates, die erforderlich sind, grundsätzlich auf tagesaktueller Basis herzustellen. Das wird noch eine große Herausforderung zukünftig sein. Und auf diese Weise versuchen darzustellen, dass ein Verschulden im Sinne Aktiengesetz, nicht ordentlicher Kaufmann oder vorsätzliches und fahrlässiges Unterlassen von dem Errichten der internationalen Aufsichtsmaßnahmen, dass wir das in den Griff bekommen. Sie hat noch nicht gequiekt, deswegen bin ich durch. Bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war nur Blockchain, das hatten wir gestern. Dankeschön. Danke Ihnen sehr, Herr Schemmel. Habe ich jetzt was ganz Wichtiges unterschlagen? Können Sie Gut, danke Ihnen ganz herzlich. Danke. Ich darf Ihnen jetzt vorstellen, Klaus-Lorenz Gebhardt. Er ist Partner bei Röwer Brönner Susat Masers. Er ist Rechtsanwalt und Steuerberater und berät im Finanz- und Aufsichtsrecht. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Beratung und Konzeption von Investmentvermögen und anderer Finanzierungsinstrumente. Es geht ihm ganz besonders ums Immobilien- und Energiesektor. Seine Kapazität ist außerdem sehr ausgeprägt bei steuerlichen und rechtlichen Fragen. Davon wird gleich eine Menge zu hören sein. Vielleicht für die Jüngeren unter Ihnen und die Studierenden, wenn Sie sich für das Thema Crowdinvesting interessieren,
Röverbrunner Süsat Masat richtet jetzt zum dritten Mal ein einmonatiges Crowdinvesting-Praktikum für junge Juristen und Juristinnen aus. Also bei Interesse melden Sie sich. Jetzt geht es spezifisch um das Thema Vertragsgeneratoren und Vertragsverwaltung, wie da die Digitalisierung zuschlagen wird. Ja, prima. Vielen Dank. Guten Tag. Lieber Florian, lieber Stefan, danke für die Einladung. Das ist nicht meine, weil ich gar keine dabei habe. Ja. Ich wollte Ihnen Folgendes ein wenig näher bringen. Was macht unsere Gesellschaft im Rahmen der Digitalisierung? Was fangen wir als Anwälte in einer größeren multidisziplinären Einheit mit WPs, Steuerberatern, Finanzmenschen mit Digitalisierung an? Ich will mal kurz die zwei, drei Vorträge, die eben waren, aufgreifen mit sozusagen einem Auflauf. Warum befassen wir uns mit Digitalisierung? Wir sehen für das Anwaltsgeschäft einen erheblichen Teil in dem Qualitätsthema. Das ist für uns die Basis unserer ganzen Tätigkeit, qualitativ hochwertige Arbeit zu machen. Wir sehen ein Effizienzthema, weil tatsächlich die manuelle Tätigkeit, wie wir bisher unsere Sachen erstellen, aus unserer Sicht optimierbar ist. Und wir sehen zukünftige Geschäftsmodelle, in denen wir heute vielleicht noch nicht ganz sind, aber wo wir uns hinbewegen. Und wir sehen den Druck tatsächlich auf den Margen im Anwaltsgeschäft. Wir sehen den Druck auf den Geschäftsmodellen der normalen Billable Hours, große, große leveraged Systeme. Warum glauben wir, dass wir da einen gewissen 20, 25 Anwälte, aber da sitzen 50 WPs, 80 Steuerberater, und diese Kollegen arbeiten alle in integrierten, fertigen Systemen. Die arbeiten in einem kompletten Prozess, wenn sie eine Audit-Software haben. Die Kollegen von den anderen WP-Gesellschaften kennen das. Das ist alles integriert. Ich habe meinen Prozess im System drin, ich habe meine Prüfungsschritte im System drin, ich habe mein Produkt im System drin, mein Bericht kommt daraus. Und wenn man unser Anwaltsgeschäft so sieht, also selbstkritisch, die letzte digitale Revolution war sozusagen das Diktiergerät und alle sind damit irre glücklich und meinen, es gibt überhaupt nichts, was da noch passieren kann. Also logisch, ja, wenn du mit den Kollegen redest, gibt es typischerweise immer die Antwort, das betrifft mich nicht. Ja, natürlich, der Wirtschaftsprüferjob, der ist irgendwann weg, aber die Anwälte, die sind unverzichtbar. Vor Gericht gilt der Grundsatz der Mündlichkeit. Ja, wenn ich da vortrage, da kann ich keinen Computer hinschicken. Und wenn du sie dann fragst, vielleicht ändert irgendjemand mal das Gesetz, weil ich in den gerichtlichen Prozessen irgendwie schneller und, Stefan hat es gesagt, ein bisschen präziser werden muss, dann werden die Augen groß. Also was machen wir? Wir befassen uns mit Vertragsgeneratoren und Vertragsmanagement. Das ist sozusagen Teil unserer Antwort auf die beschriebenen Herausforderungen. Ich will mal einen kurzen Teil sozusagen ganz privat von mir. Als ich irgendwann mal angefangen habe, ich schreibe viel Prospekte. Ich schreibe also sozusagen aufsichtsrechtliche Themen. Ich mache Prospekte für Investmentvermögen, sowas. Das hat einen hohen, neues Wort, wiederholenden Faktor. Viele Textbausteine sind irgendwie ähnlich, aber am Ende ist doch immer nicht alles gleich. Und am Ende haftet man natürlich dafür. Und wir haben mal vor 10 Jahren probiert in sozusagen Heimarbeit mit Word und Excel, das kennen ja nun alle, und einer Serienbrieffunktion, das war damals unsere sozusagen maximale Fähigkeit, Prospekte zu generieren, indem ich in die Excel-Liste die ganzen Variablen reinschreibe und dann sozusagen auf den Knopf drücke und dann kommt eigentlich, so war die Idee, der fertige Prospekt als Word-Dokument raus. Also die Leute, die ein bisschen näher an diesen Tech-Themen dran sind, werden feststellen, das ist irgendwie ein bisschen kurz gesprungen, und ich habe heute den Begriff gelernt, den ich damals vermisst habe, nämlich ein Legal Engineer. Das ist genau sozusagen der Mittler, den ich damals nicht hatte und wo ich selbstkritisch einräumen muss, der ich auch selber nicht bin. Wir haben uns zusammengetan mit Partnern und bearbeiten dieses Feld, jetzt nicht meine Prospekte, das machen wir bestimmt auch irgendwann, aber wir machen das im Arbeitsrecht. Wir benutzen Vertragsgeneratoren, die wir gefüttert haben mit unserem rechtlichen Input. Also da steht sozusagen drin, vom simplen Vertrag für einen Praktikanten bis zum relativ komplexen Vertrag für einen Chefarzt, die Bausteine, da stehen drin die Varianten, da sind implementiert die Abhängigkeiten. Manchmal ist es relativ einfach, dann muss ich irgendwie Ja und Nein sagen oder Vor und Zurück. Manchmal sind die Sachen deutlich komplexer, wenn ich irgendwo oben was zu Kündigung reinschreibe oder zu Befristung, dann muss ich in den Kündigungsregelungen irgendwas anders machen. Also es gibt sozusagen in sich komplexe Abhängigkeiten, die ich in dem integrierten System, was wir benutzen, tatsächlich einbauen kann. Und der Prozess bedeutet sozusagen von unser Wissen ist in diesem System drin, das lebt,
Das wird weiterentwickelt. Der große Vorteil der Weiterentwicklung ist, das ist ein bisschen das, was Stefan Breinbach gesagt hat, ich schreibe nicht mehr sozusagen in das letzte, ich sag mal, bestnäheste Modell, was ich für meinen jetzigen Fall brauche. Ja, hochlebe der Vorgang, ich suche mir immer das und dann sage ich, ja, da schreibe ich jetzt ein bisschen dran rum. Und dann ist es aber auch nur in meinem Kopf, weil wenn ich dort eine Verästelung verändert habe. Also die Kunst, und das ist tatsächlich etwas, was herausfordernd ist, ich muss die Erkenntnisse meiner aktuellen Bearbeitung eine, sozusagen wieder in mein Basisset, in meinen Vertragsgenerator bringen. Und was ich am Anfang gesagt habe, warum befassen wir uns damit? Wir befassen uns damit, weil wir ein Qualitätsthema sehen und eine Qualitätssicherung, respektive auch eine Qualitätssteigerung. Wir schaffen es, also wenn ich den normalen Arbeitsvertrag nehme, der so wirklich normal ist, dann glaube ich, habe ich überhaupt keinen Effizienzgewinn, bin ich ganz ehrlich. Weil der Kollege, der das seit 10 Jahren macht, tappert in seinem Word-Dokument die gelben Stellen weg, dreht es von links nach rechts, das geht relativ verlässlich, das geht. Ne? Also sind wir uns einig, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Der Punkt für uns ist, ich schaffe es, die jüngeren Kollegen ranzuführen, ich habe einen Ausbildungseffekt, ich schaffe es, die jüngeren Kollegen in dieses System, in diesem System groß werden zu lassen. Ob man es am Ende, weiß nicht, so ein komischer Begriff, Paralegals, ja, also schaffe ich es am Ende, das System so gut zu machen, dass ich auch geringer Qualifizierte mit der Erstellung, Vorbereitung eines Sets, was dann der Anwalt anguckt, einzubinden, das ist eine Stufe, an der wir arbeiten. Und dann kommt da sozusagen so ein Arbeitsvertrag raus. Und das, was aus meiner Sicht wichtig ist, ich habe ihn auf einer qualitativ hohen Stufe, nämlich das ist unser Vertrag sozusagen, ich habe ihn jedenfalls nicht langsamer gemacht als bisher, tendenziell schneller. Und das ist aus meiner Sicht der, ich sag mal, der interessante Fall. Ich habe Ihnen gesagt, Qualität, Effizienz. Und ich habe Ihnen gesagt, wir reden oder denken über neue Geschäftsmodelle nach. Und das, was wir machen mit den Mandanten, ist, wir bieten denen an, zu sagen, alle Verträge, die wir generiert haben, wir haben die, naja, zumindest relativ umfangreiche Kenntnis von dem, was da drin steht. Wir wissen, an welcher Stelle welches Wort steht. Wir wissen ja sogar, ob das irgendwie weiblich oder männlich gegendert ist, weil es in unserem System drin ist. Wenn sich also an einem Ende irgendwann Rechtsprechung ändert, sind wir in der Lage, dem Mandanten zu sagen, in deinem, weiß ich nicht, großes Krankenhaus, in den Pflegerverträgen, die du hast, in dem Paragraphen ist das Kündigungsthema jetzt im Feuer. Wir müssen es anpassen, wir müssen irgendwas machen. Also wir haben sozusagen die Möglichkeit, auf der Basis der uns bekannten, von uns erstellten Verträge, ein laufendes Management der Verträge zu machen. Ich glaube, bisher machen das, also wir machen es auch für Mandanten, viele Kollegen machen es für ihre Mandanten. Es ist aber irgendwie immer ein sehr individuelles Thema, was im Beraterkopf ist. Ja? Der Einzelberater weiß, bin ich ziemlich sicher, zu 90-95%, in welchem Vertrag in den letzten Jahren er für den Mandanten was reingeschrieben hat. Klar weiß er das. Also es geht auch nicht weg, das ist ja auch sozusagen eigentlich das, was wir uns teuer bezahlen lassen. Ob es immer 100% abgedeckt ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn der mal das Unternehmen verlässt, sowas passiert ja, der setzt sich zur Ruhe, der geht zum Mandanten, was auch immer, das ist alles weg. Und die Kunst, aus unserer Sicht, die Kunst ist, eine Plattform zu generieren, so wie unsere WP-Kollegen und Steuerberater-Kollegen das machen, da tippe ich immer drauf und da sehe ich die Steuererklärung von 1998. Voll, die ist da einfach drin, mit allem Schnick und Schnack. Und in der Art wollen wir das, also in der Art machen wir das, in der Art, also da sind wir auf dem Weg tatsächlich, das integrierte System für uns, für diese Anwendungsfälle zu haben. Stefan Breinbach hat es gesagt, wir grübeln über Anwendungsfälle nach und letztlich muss man immer sagen, je größer die Masse ist und je größer der standardisierte Anteil da drin ist, umso interessanter ist das. Das ist auf der einen Seite, das sind die Massenverfahren von Geschädigten, ja, also wenn man mal zurück, so in meiner Branche die ganzen Anlegerschützer, ja, mein Freund Wolfgang Schirp hat 2004 mal mit 3 großen LKWs sozusagen den ersten richtigen Anlegerschützerfall vors Landgericht gefahren, riesige Klagewelle. Damals, also ich eine Idee, wie das entstanden ist, da war gar kein Generator, da war gar nichts, da gab es unendlich viele Word-Dokumente und da gab es einen wirklich großen Aufwand. Für uns Anwälte, ich weiß nicht, welche Richtung Sie beraten, interessant ist es auch, sich auf die andere Seite zu stellen und zu sagen, wenn ich weiß, dass, keine Ahnung, irgendwie die ganzen Dieselfälle irgendwann kommen, dann beraten wir sozusagen die Mandanten in der Abwehr, weil natürlich der Vortrag immer gleich ist. Also kann ich im Grunde auch die Antwort immer gleich generieren. Also wir sind in der Lage, dort neue Geschäftsmodelle aufzubauen mit den Mandanten, für die Mandanten. Das hilft denen, weil die Ahnung über ihre Verträge auch natürlich nicht haben. Wir schaffen es, effizienter bei gleicher und steigender Qualität tatsächlich unsere Mandanten zu beraten und das
im Moment am Beispiel dieses Arbeitsrechts, weil das einen hohen Standardisierungsgrad hat. Jetzt habe ich gerade die Ente gezeigt bekommen. Achso, Entschuldigung. Die Ente ist immer das Zeichen für alle Speaker, die jetzt nachfolgen. Die Ente ist das Zeichen, wenn ich die hochhalte, ist eigentlich gleich Schluss. Ja. Und wenn ich quietsche, ist wirklich Schluss. Okay, quietschen Sie jetzt? Ah ja, ja. Ja. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gerne Fragen in den Zwischenzeiten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ich frage jetzt nichts mehr. Das geben Sie gerne.